Na, daneben. Ernsthaft? Nur weil die kein Aim hat, ja. Ja. 104er und hat kein Aim. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem wahnsinnigen Projekt Ark Aberration. Heute bin ich ausnahmsweise mal alleine auf dem Server und das kann nur eins bedeuten. Ich muss den Bossfight alleine vorbereiten, zumindest heute. Also es ist natürlich schon ein bisschen Vorbereitung passiert, als ich hier nicht gespielt habe. Da waren die Kollegen und Mitspieler hier ganz fleißig gewesen schon. Und wir haben natürlich auch gemeinsam schon in den vergangenen Aufnahmen und Folgen und Streams natürlich vorbereitet. Und ich kann jetzt natürlich als Einzelner nur bedingt was tun, aber ich kann eine Sache machen, noch weitere Reaper bekommen. Ich kann mich nochmal schwängern lassen. Das heißt, ich fliege jetzt in den verstrahlten Bereich mit meinem Drachen. Wir haben ja jetzt auch schon alle Artefakte zusammen. Das haben wir ja in den letzten paar Streams geschafft. Ich muss übrigens mal eine Sache richtigstellen. Ich weiß nicht, ob ich das schon so gesagt habe. Das hier hat übrigens nicht der Shadow gebaut hier oben. Das haben die Mädels gebaut hier. Ritzi, Lea und Ari haben das hier gebaut. Also es war nicht Shadow. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass das hier Shadow gebaut hat, diese Drachenlande-Plattform. Aber es ist tatsächlich Ritzi, Lea und Ari gewesen. So, dann begeben wir uns mal in den verstrahlten Bereich, in unsere verstrahlte Base. Dann bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, alleine eine Queen dazu zu bringen, mich zu schwängern. Darf jetzt nicht vergessen, den Strahlenschutzanzug anzuziehen. Und vor allem darf ich jetzt nicht vergessen, die ganzen Items, die ich jetzt dabei habe, abzulegen. Ganz wichtig. Die muss man ja nicht unbedingt jetzt mitnehmen. Wie ich hier wagemutig in der K-Perspektive rumfliege. Das ist auch ganz schön knifflig und brenzlig, kann ich euch sagen. Kann ganz schön ins Auge gehen. So, Spyröckchen, dann komm mal her. Dann legen wir mal los. Dann suchen wir uns mal eine Queen. Alleine gegen die Reaper Queen, das wird lustig. So, und derjenige, der gefragt hat, wo es die gibt, da hat nämlich einer vorher im Live-Chat noch gefragt, wo es denn Reaper Queens gibt. Ja, du wirst es gleich sehen. Wir müssen eigentlich nur hier runterfliegen. Und dann befindet sich da auch direkt ein Spawn. Ab hier beginnt der Reaper Queen Spawn. Ab hier können Reaper Queens rumlaufen. Hier gräbt eine. Da ist natürlich auch direkt ein Drache daneben. Logisch, warum auch nicht. So, komm raus, du Bestie. Ja, wie der scheiß Drache kommt. Ach, das regt mich auf mit den scheiß Drachen. Muss ich gucken. Muss erst mal gucken, was die für ein Level hat hier. 88. Oh, die ist sogar, die kann man sogar nehmen, theoretisch. Muss aber erstmal den Drachen loswerden hier. Hau doch mal ab, du scheiß Drache. So, jetzt wegfliegen. Flieg doch nach vorne. Oh, wie er immer gegen die Steine fliegt. Ich hasse das. Nein, du sollst nach vorne fliegen. Ja, schön in die Ecke, genau. Schön in die Sackgasse, sauber. Da krieg ich aber... Krack, krack, krack. Da krieg ich aber eine Macke jedes Mal. Hinter jedes blöde Steinchen fliegen die. Aber jetzt gerade ist die Queen auch weg. Irgendwie, die ist jetzt nicht mehr da. Na, du... Moinsen! Doch, da ist sie noch. Ich habe gerade eine 88er Queen gefunden. Sehr schön. Ich habe überlegt, ich könnte die nehmen oder soll ich noch was Heiligeres suchen? Ja, 92 ist schon sehr gut gewesen, ne? Eigentlich versuchen wir es mal. Vor allem die Chance, dass es nicht klappt, ist auch recht hoch. Ja. Stimmt. So, dann die ist da jetzt da vorne. Ich muss mal kurz warten, bis sie sich wieder ein bisschen nach vorne gegraben hat von der Klippe weg, weil die ist nämlich gerade so nah an der Klippe. Wenn sie sich da ausgräbt, läuft sie da dann noch runter am Ende wegen dem blöden Wendekreis. Jetzt hat sie sich ein bisschen nach vorne gegraben. Jetzt muss ich es rauslocken. Komm raus. Komm. Nein! Ah, wie mich jetzt hier der blöde Kano oder was das hier ist blockiert. Nee, scheiß Polovia natürlich wieder. So, komm mit. Queen, komm mit. Die Drachen gehen mir halt so auf den Nerv. Hier sind drei Drachen irgendwie auf dem Weg zur Queen. Das macht es extrem schwer, die anzulocken. Ich hoffe, das ist die richtige. Ich hoffe, das ist die 88er jetzt. Naja, wenn es so 120er ist, beschweren wir uns auch nicht. Ja, das stimmt natürlich. Kommt sie, jetzt hat sie sich eingegraben. Der Drache hat aufgegeben. Ach Gott, jetzt ist ein wilder Drache in der Basis. Ein wilder Drache? Oh Gott. Ja. Sehr nervig.
flieg schon mal zum Tor und mach mal das Tor aus. Ja, aber unsere Viecher. Das nicht wirklich auf und zu machen. Unsere Viecher wehren sich ja, oder? Oder sind die alle passiv? Die sind alle passiv. Oh. Das ist schlecht. Jetzt sind es nur drei. Okay. Okay, Drache ist tot. Die Megalos gehen alle auf die Mach die, mach die bitte zu. Ist die jetzt eigentlich. Ich würde das trotzdem nicht so machen, muss ja, ich sagen. Also, das müssen wir eigentlich dritten in Viechern machen. Dann mach sie passiv kurz. Ja, alles passiv. Okay. Ah, ich ziehe sie mal ein bisschen weg. Ja, du musst deinen Drachen noch wegziehen, dann ist gut. Ist der Drache da noch? Ja. Und. Warte, ich zieh die Alus schnell weg, die Megalos schnell weg. Der blutet nämlich auch schon, dein Drache. Naja, ich weiß. Aber der ist nur Half-Life, das geht noch. Okay. Sieht schlimmer aus, als es ist. Trick steht da noch oder ist der draußen? Nee, oder? So? Trick? Deine Meg. Steht da hinten noch. Naja. Ah, den hätte ich jetzt aber auch genommen, eigentlich. Hast du ein Licht? Nee, ich habe kein Licht. Ich habe ein Licht, warte. Wir brauchen ein Tier. Ich nehme jetzt mal Truck. So, dann ruft Tata. Ach, da ist ja Trick schon. Ja. Aber warte, vielleicht kann ich ihn jetzt wegziehen. Ich hätte es nämlich schon lieber, dass der aus dem Weg ist. Ja, ich muss mal kurz Glowsticks werfen, es ist zu dunkel. Ich sehe sonst nicht, wenn sie bluten. Der ist bestimmt wieder auf der riesigen Follow-Distanz. Ah, jetzt kommt er nämlich. Ah, klar. So. Alle aus dem Weg. So. Jetzt könnten wir. Jetzt könnten wir. Dann machen wir das doch. Ruf Tata. Ja, so viel zum Thema. Ich mach das mal alleine. Dann ist dann doch der Shadow noch zu mir gestoßen. Also ich kann auch gehen. So. Nein, nein, nein. Bleib ruhig da. Das ist okay. Ich beschwere mich nicht, wenn mir noch jemand hilft, ja. Aber ich hätte es bestimmt geschafft. Ich war kurz davor. Ist es jetzt die 88er? Nee, es ist ja eine 12er. Lass die mal töten. Oh, lol. Ich dachte, das wäre die 88er, die ich gerade hatte. Die brauchen wir ja nur nicht behalten. Nee. Sei denn, du willst. Nee. Also mit so einem Low-Level will ich mich ja nicht hier... Will ich ja keine Familie gründen. Das muss ja nicht sein. Und gleich schwingern zu uns. Ja, einfach so. Wir können gar nicht so schnell gucken. Nee. Nee, dazu wird sie nicht kommen, glaube ich. Ja, glaube ich auch nicht. Die haut schon ab. Stirb! Stirb. Stirb. Die 88er ist natürlich wieder weg, weißt du? Aber ich habe 4 Pheromone bekommen. Sehr gut. Wir haben aber noch 11, das reicht elf. Noch. 11. Moinsen! Büchen. Du darfst dreimal raten, was wir gerade tun, aber du hast es wahrscheinlich eh schon im Stream gesehen, oder? Ich habe gerade in den Stream geguckt und ich rate jetzt einfach mal Queen suchen. Immer noch. Liege ich da richtig? Das alte Spielchen. Das fand ich auch mal so lustig. Da hat irgendwie mir einer unter eine der letzten paar Folgen drunter geschrieben, so von wegen, ihr macht immer die ganze Zeit nur das Gleiche. Ja, das ist halt, wenn man diese Bossfights vorbereitet, braucht man halt viele von diesen Tieren. Da muss man das natürlich auch entsprechend oft mal gemacht haben. Dass man halt auch mal ein High-Level bekommt. So. Oh, was ist das hier? Das sieht interessant aus. Ich kann es nicht sehen, welchen Level sie hat. Ich kann es nicht sehen. Ach, Mann. Jetzt kommen ja auf 1000 Mistviecher hier auf mich eingeprasselt. Level 40. Das ist die. Die ist Level 40 spielbar. Ach so. Oh, das ist ja eine. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also gar nicht graben sehen. 72. Ja gut. Wenn 76 geht, geht auch 72, oder? Stimmt eigentlich. So ein großer Unterschied ist das jetzt eigentlich nicht. Ich lock die mal hoch. Die ist auf jeden Fall einfacher als meine. Sie ist auch, ja, sie ist halt auch in einer leichteren Position, ne? Das meine ich. Genau. Oh, da ist ja noch eine. Hier ist eine Level 36. Oh, ja, die andere ist 36. Ich spüre die rechte von dir aus. Die geht jetzt leider auf mich los. Ja, die Haie geht auf mich. Also wenn das die andere war. Warte mal, ich ziehe die Lower, die ziehe ich mal hier in den See rein, in den Elementfluss. Jetzt bleibt sie da hinten an den Kristallen hängen. Dein Ernst? Dein Ernst? Warum hängst du da? Haie leer.
Ups. Oh, Lea. Nee, ich nehme sie mit. Aha, also okay. Die Low-Level hängt jetzt hier gerade fest. Ich töte die jetzt einfach. Die jetzt bei mir ist, soll nach oben, ne? Mhm. So, vorsichtig jetzt aber. Hier ist noch die Low-Level. Die versuche ich erstmal wegzulocken. Mach doch das Licht aus. Oh Gott. So, die Low ist jetzt hinter mir. Und ist jetzt unten im Elementfluss. Okay. Also ihr könnt jetzt vorbei. Okay, durch, durch, durch. Hier ist ja nameless. Ah. Die ist drin. Na gut. Tür zu. Warte, ich komm, ich mach. Ich hab die Tür zugemacht. Hier ist nameless drin. Jetzt bist du bei 6000, aua. So, ja, weil ich das Licht nicht mehr anhab. Ja, da dauert das halt ein bisschen länger. Ich meine, du könntest halt einmal das Licht anmachen, zweimal zubeißen und dann das Licht wieder ausmachen, theoretisch. Ja, das hält aber ein bisschen länger. Also auch wenn sie nicht mehr leuchtet, dann kriegt sie trotzdem noch mehr Schaden. Warte, ich guck noch mal gleich. Aua, oh shit, ich bin gleich tot. Ah! Wie viel Schaden mache ich denn pro Biss? Warte, du machst jetzt pro Biss 20, so 20 bis 30 ungefähr. Ja, dann weiß ich noch so mal. Aua, ah fuck. Ah, Mann, ich denke, hier stehe ich sicher. Oh Gott. Ich glaube, sie will mich gerade. Ja, ich glaube, sie will mich. Wie hat sie noch? 2600. Das müsste gleich soweit sein. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. So, gleich müsste es soweit sein. 2400. Ja, sie leuchtet. Okay. Jetzt hat sie 2300 Leben. Da! Hallo? Hey, Schnuggi. Los! Hier! Hier ist los, Boxy! Ja, ja, siehst du? Hey, warum boxst du sie denn? Aber das funktioniert! Guck! Ich hab sie gefügig gemacht. Oh! Jetzt! Sie hat mich! Oh, nee, ich bin rausgepackt. Nein! Und ich wusste, weil dran scheiß Gewächsding an dieser Wand ist. Ja, aber deswegen habe ich mich zum Beispiel hier hingestellt. Deswegen habe ich mich hier hingestellt. Ich stand hier. Ja, du standst halt daneben. Du standst halt hier daneben. So. Ja, warum ist das hier überhaupt? Nein. Das war ursprünglich der Plan wegen den Nameless, dass wir das benutzen, um die Pflanzen zu schützen vor der Queen. Dann machen wir es halt weg. So. Egal, die war eh nur 72. Wurst. Kriegen was Besseres. Doch. Ärgerlich. Ach nee, da fand ich das immer viel ärgerlicher, wo uns unnötigerweise, weil irgendjemand die Viecher nach vorne gepfiffen hat, die 100er und 92er und so verloren gegangen sind. Das fand ich viel ärgerlicher, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen habe ich in meinem Guide ja auch erklärt, man muss dafür sorgen, dass vor der Queen genug Platz ist. Hier ist eine, oder? War das Bolovia? Nee, das müsste eine Queen sein eigentlich. Ja. 104 direkt oben. Oh, okay. Sehr schön. Ich komme nicht vorbei. Jetzt. Lass mich los, du Scheißdrache. Lass mich in Ruhe. Ah, ich sehe es. Okay. Kann ich unterstützen. Ah, sie kommt mir nach. Sie kommt mir nach. Den. Ah, nee. Nein, um Gottes Willen. Lock sie jetzt bloß nicht darunter. Nee, jetzt hat sie Akku auf mich. Ich wollte den Drachen nur wegziehen. Okay, ich flieg schon mal vor. Mach mal das Tor auf. Nee, ich glaube, das ist noch. Wichtiger, wenn du hier hilfst, weil so. Ich will sie aber nicht aus Versehen dann in die Klippe locken. Lauf einfach erstmal weiter nach vorne. Warum habe ich denn jetzt warum habe ich jetzt die scheiß Sieger am Hals? Oh, ist das ätzend. Nein, jetzt hat sie mich. Oh Gott. Fuck. Ah, Spino. Jetzt habe ich hier Millionen Scheißviecher am Hals. Ich bin Half-Life, ey. Ich brauche nicht mehr viel. Nein, nicht mich verbuggen. Scheiße. Raus hier. Puh, ja, flieg einfach weg. Okay. Das war absolut nicht geplant, aber es war cool. Ja, ich hab's gesehen. Alles ist plötzlich durcheinander geflogen. Nein, ich will raus hier. Boah. Kannst du sie noch reinlocken, oder? Ja, ich muss gerade mal weg. Ich bin zu low fürs Long. Sie kommt aber schon, sie kommt schon. Die ist drin.
Jetzt wird's interessant. Ich zieh mal den Spyrock noch ein Stückchen weiter weg. Der steht noch so ein bisschen sehr nah dran. Kannst du nicht auf dem... Nee. Aber ich glaube, du kannst auch vom Drachen aus die Lupe bedienen, oder? Vom Drachen? Kann ich das nicht auch von Megalo? Probier's. Ich probier's mal. Nee, ging nicht. Geht nicht. Ja, dann mach das vom Drachen. Dann gehen Lea und ich mit Megalos dran, machen Schaden und du guckst mit dem Drachen. Da gehen wir näher ran. Warte, ich muss erstmal. Okay, sie hat immer so. Warte mal. 8700 hat sie. Was soll ich? Auf die rechte Seite, so, also hier hin. Ja. Ja. Aua. Warte mal ganz kurz. Ich bin doch nicht nah. Ich muss den Drachen erstmal richtig einmanövrieren hier. Warte, wenn wir das Licht an haben, dann beißt jetzt nur noch einer am besten. Warte mal, wer hat denn das Licht an? Hab ich das Licht an? Nee, Lea, glaube ich, oder? Ja, du aber auch. Warte, ich mach mein Licht mal aus. Ich mach meins auch aus. Wer hat denn jetzt noch an? Jetzt hat keiner mehr an. Okay, Spielwärm, mach du mal an. Soll ich anmachen, ja? Ja. 13.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, Fecht, stopp. 5.000. Soll ich das Licht ausmachen? Wie viel hat sie? 5.236. Okay, mach das Licht aus, jetzt beißen wir zu zweit. Habe ich mein Licht aus, ja? Habe ich es gerade ausgemacht? Ja, ist aus. Okay. Machen wir noch viel Schaden? Ja, nee, ihr macht nicht mehr so viel Schaden. Ihr macht jetzt nur noch 30 pro Biss halt so. Okay, und jetzt ist sie bei 5.000 glatt gewesen. Jetzt ist sie bei 4.900. Oh, mein Drache ist ja auch fast tot. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz... Oh, lol. Nimm den anderen Drachen. Ja, oder warte, ich nehme jetzt keinen Drachen. Ich laufe jetzt so hin, weil ich glaube, das ist jetzt auch besser, weil dann bleibt keiner an meinem Tier hängen. Wenn die das so schnell macht mit dem Packen, dann kann das sein, dass sonst wieder einer hängen bleibt bei mir. Und das wollen wir ja nicht. Weil die müssen so heftig bluten. Das sieht immer echt gefährlich aus. Mhm. Naja, so geht's ja, wie wir es jetzt machen. 2400 hat sie jetzt gleich. Also es müsste gleich anfangen zu leuchten. Ja, die leuchtet. Leuchtet. Ja, okay. Ja, dann geh weg mit dem Tier, oder? Ja. So, Achtung jetzt. Ich versuch's mal. Mhm. Oh. Oh, oh, oh. Na, ah, daneben. Ernsthaft? Aber das... Ja, das ist ja okay, sie gräbt sich ja nicht ein. Das geht ja noch. Ja. Okay. Boah, wäre das jetzt bitter. Ja. Nur weil die kein Aim hat, da. Ja. 104er und hat kein Aim. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh Gott, ich bin direkt eingeschlafen. Ja, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Wenn nicht, dann schießt mich mal. Ich sterbe jetzt, glaube ich, auch. Nee. Jetzt. Ja! 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 Komm schon. Ja! Yeah. Ich bin schwanger! Jawohl! Ja. Geil! 104er Queen hat mich geschwängert! Ich bin schwanger von der High-Level Queen! Ja, weil ich aussehe wie Tom Selleck jetzt, siehst du? Das hat's gebracht, dass ihr mir eine neue Frisur verpasst habt und einen neuen Style. Jetzt bin ich gleich. Deine Farbe ist wieder weg. Viel heißer bin ich jetzt. Ich bin so attraktiv jetzt für die Queens. Sehr schön. Oh. Gleich kommt's. Kommt, es kommt. Hier brauchen wir nicht Setschwände und so. Kommt, es kommt. Oh nein, ich sehe doch nichts. Ich will doch mein Kind sehen. Jetzt sehe ich weiß. Will dich aber vielleicht nicht sehen. Jetzt sehe ich gar nichts. Nicht jetzt mehr sprengen. Ich verdurste. Soll ich dir was geben? Da. Flasche Wasser. So, jetzt 13 Sekunden noch. Oh, ich habe Farbe getrunken. 10. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hast du eine Hormone genommen? Ja, habe ich. Okay. Wie ich den Glowstick noch festhalte dabei. Oh, es ist orange. Es ist orange. So, ich gebe ihm schon mal was ins Inventar. Lass mich fressen. Ja, ich lass mich fressen. Warte. Aua, nicht mich. Ich hab kein Fleisch. Er hat mich! Hat er dich gegessen? Nee, er hat mich nicht gegessen. Stell dich. Er hat dein Zeug. Er hat es? Okay. Ja, er hat es. Er müsste eigentlich jetzt zur Tür kommen. Guck mal, wir müssen uns jetzt eigentlich so nebeneinander stellen. Also, das ist. Guck mal, jetzt so hier. Ja. Ja. Superman und Supergirl. Nice.
Na, guck mal, ich habe eine dunklere Hautfarbe als du. Und das sieht bei mir direkt besser aus als bei dir. Ja, da deckt das mehr die Farbe. Ich habe halt die blasseste Hautfarbe mir gemacht, die man machen kann. Hätte ich das natürlich vorher gewusst, dass man da die Skins besser sieht, Ach also die lol, Farben. du hast auch rote Augen bekommen. Ja, stimmt. Ich habe den Laserblick hier von Superman. Yeah. Zzzz. Ich Jetzt habe sowieso rote bloß nicht mein Augen. Baby weglasern. So, Es kommt übrigens immer noch nicht durch die Ja, Tür. das ist egal. Das ist egal. Wenn der gleich Juvenile wird, ploppt der dann einfach durch. Das hat man schon mal gehabt. Na dann. Dann ist er Was kurz noch. passiert eigentlich, wenn ich dem so einem Lichtding ins Gesicht werfe? Mach's lieber nicht. Oh. Jetzt ist er groß. Ja, da ist er durchgeplöpst. Guck. Ja, also wenn du was sehen kannst wieder. Ja. Warte mal. So, jetzt können wir ihn benennen. Wie nennen wir ihn denn eigentlich? Disable Wandering. Ah ja, stimmt. Oh, warte Ist mal. schon, ist schon. Der brutzelt hier irgendwie. Das ist die Pflanze. So, ich habe noch was sehr, sehr Geiles für dich. Komm mal Was her. Geiles, ja? Geiler als das, was ich jetzt schon anhab, ja? Warte, warte. Ja, das heißt. Wie kann es denn noch geiler sein als das? Hier, es heißt Lulu Male Maid. Ja, ich bin gespannt. Ja, komm, gib's Das mir. gerade hieß übrigens Lulu Male Nurse. Oh Gott, das kommt langsam. Ich meine natürlich die Farbe. Oh nein, es ist schon wieder ein Büsten, halt natürlich, was sonst. Oh nee, warte mal, das ist so ein Minisch. Nee, das ist irgendwas. Was ist das? Fertig. Ah, ich weiß nicht, da fand ich irgendwie die Krankenschwester cooler, so. Ach, na dann. Was hatte ich denn noch? Warte, ich gucke erstmal noch weiter, ja, was Was passiert. passiert hier, wird da gefragt. Ja, das frage ich mich auch. Habe ich Herzchen auf der Wange? Nee. Irgendwas habe ich da auf der Wange. Knutschflecken. Mail ab. Du hast ja Herzchen. Dir kommen ja Herzchen aus dem Arsch. Mir? Ja, guck dich mal von hinten an, ey. Da. Das ist mein Arschgeweih, hallo? Das hat Ari auch. Was? Ich will Ari hat nicht ein wissen. Arschgeweih? Moment, gleich mal gucken. Nee, Ari hat Moment. denselben gerade wie Ach ich. so, Ari hat das gleiche. Gott, malst du gerade den Reaper an? Aber er sah doch so schön aus. 10 Sekunden noch. Dann ist er soweit. Mal gucken, was er möchte. Mal gucken, was er will. Kuscheln! Jawohl! 25% Imprinting! Na, was hat er dazu bekommen? Leben! Er ist jetzt auf 15.800 Leben schon. Nicht schlecht. Das ist doch cool, oder? An dieser Stelle ist diese Folge Ark Aberration auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, werft auch nochmal einen Blick in die anderen Aberration-Videos, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unseren Community-Server joinen. Die Serverinformationen zu unserem GL Players Community-Server finden sich in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Ark Aberration. Bis dann, ciao, ciao!